So. Ich muss jetzt erstmal... das ist keine so gute Idee, aber ich warte hier mit dem Bomber. Das hat den Grund, damit ich hier einfach mal etwas sehe. Einheit hier möchte ich eigentlich da gar nicht haben. Das hat mir jetzt mehr Schaden gemacht als ihm. Das sind 82%. Wie viel hätte ich mit der Mech-Einheit? Weniger, okay. Na dann hoffen wir mal, vielleicht. Ja. Immerhin. So. Da oben kommt auch noch eine Infanterieeinheit. Da muss ich auch aufpassen, dass die nicht zu meinem Hauptquartier durchrennt. Meinen Raketenwerfer an. Was für ein Arsch. Der mag es anscheinend nicht so, findet es anscheinend nicht so geil, dass ich meine Infanterieeinheit auf den Berg gestellt habe. Mega Tank Battle. Schafft das noch? Nö, macht keinen Schaden. Nachdem das U-Boot von Colin in der nächsten Runde so oder so stirbt, kann ich es genauso gut hier noch... Oh, verdammt. Das U-Boot hier war ja auch noch da. Ich wollte jetzt eigentlich suiciden. Aber jetzt ist es so oder so gesuicided. Na dann hier den Helikopter hin. So, ich bin am überlegen, soll ich den Megatank lasse ich auflaufen. Immerhin ist es ein Megatank und auch mit 6 HP ist der immer noch ziemlich gefährlich. Okay, da ist die Missile. Ich brauche mehr Geld. Definitiv. So, ich könnte jetzt natürlich hier mit meinem Bomber die Missile kaputt schießen, oder zumindest so weit kaputt schießen, wie es nur irgendwie geht. Also, oh, sogar auf 1 HP runter. Ach ja, stimmt, die beiden haben ja ein bisschen extra Glück. Ich vergesse dauernd, dass Tech-Kombinationen immer extra Glück haben. Da oben im Wald müsste doch noch die Infanterieeinheit von denen sein. Oh, aber ist egal. Brauche ich... Ja, ich glaube, ich brauche einen B-Copter jetzt dann. Jedenfalls die Mech-Einheit so weit wie möglich runter damagen.
Battlecopter ready to go. Changen sollte ich noch nicht. Er greift bereits meinen Raketenwerfer an, allerdings ist er mittlerweile ohne Munition unterwegs und kann wirklich kaum noch Schaden machen. Der schießt mir jetzt auf 9 HP runter, das ist auch egal. So, das Ding muss weg, auch wenn ich dafür Infanterieeinheiten opfern muss. Dann... weil du hier oben ein bisschen zu stark nervst für meinen Geschmack. Ja. 46, krieg ich da? 72. Ja, schießen mit Infanterieeinheit kaputt. Oder zumindest so weit kaputt, wie es halt mit der Einheit noch geht. Auf dem Berg. Brauche ich da oben jetzt eh nur noch als Abfangeinheit, falls da irgendjemand vorhat, das Hauptquartier zu besetzen, dass ich da noch reagieren kann. Allerdings hat sich der sowieso hier auf die Stadt gesetzt. Schlachtschiff da unten. Ich werf da mal kurz Sascha ran. So, als nächstes die Infanterie da oben. Nervt mich nämlich auch schon. Und weil es diesmal nur eine Infanterie ist und keine Mech, es sind auch die Speer alles, was ich brauche, um die kaputt zu hauen. So. Dann. Können wir da noch was kaputt hauen? Dann können wir hier noch was kaputt schießen. Und dann will ich auf jeden Fall die Base blocken. Oh. Was haben wir denn da? Ein Medium Tank. So, da hat Sami's Co-Power geblinkt. Sollte es eigentlich jetzt auch schon wieder gewesen sein für diesen Zug. Oh, die beiden haben schon wieder einen Attack Power, sehe ich gerade. Ich mag's nicht, wenn die taggen. Auch wenn sie keine Attack-Kombination haben, weil sie einfach nicht synergieren. Natürlich hat er jetzt wieder eine Artillerie da in der Nähe stehen. Und natürlich hat er jetzt wieder so viel Glück, dass die mir trotz 3 Deckung 6 Schaden reinschießt. Das müsste ja sein, ne? Gar nicht.
mir so der Ausgang mit diesem Gefecht ist mir so oder so klar. Mann, hat der jetzt ein Glück, ey. Jetzt kommt auch noch Drake hinterher. Der macht jetzt wieder alles kaputt. Vor allem gibt er mir wieder mein ganzes Benzin aus den Tanks aus. Natürlich hat er sich jetzt auch wieder die Basis freigekämpft, die ich extra vorher gekämpft habe. Ja. Dieses Level macht ja so viel Spaß. Und jetzt habe ich nicht mal wirklich so viel zum Kaputtmachen da. Aber egal, die hau ich jetzt trotzdem rein. So, dann wollen wir doch mal. Da ist die blöde Artillerie. Hat der noch was im Wald versteckt? Sieht nicht so aus, wie da hinten jetzt alle Infanterieeinheiten aus dem Weg geräumt sind. Kann ich ja endlich in Ruhe weitergehen. Haut's ab da hinten mit euren blöden Panzern. Ich hasse Drakes Power wirklich. Vor allem, ich komme jetzt hier nicht mal mehr dazu, diese Basis zu blocken. Brauche ich mehr Bikopter? Und lasse ich Sammy mal weitermachen. Er hat dann schon wieder eine Flak-Einheit auf seiner Basis stehen. War ja so klar. Naja, typische NPCs. Die sehen, dass du irgendwas Tolles hast und dann kontern sie es. Ein kleiner gezielter Schuss und schon ist alles putt. Hätte da irgendwas stehen? Nö. Okay. Artillerie-Lebenswert, aber sowas von.
dann blocken sich meine Einheiten da oben gerade ein bisschen gegenseitig. So. Oh, Moment, ich habe ja noch ein bisschen Kohle, ne? Das jetzt am dümmsten. Zuerst mal auf jeden Fall das Teil hier abschießen. Oder anschießen. Den Bomber K.O. setzen. Der Mechan halt das Teil da kaputt hauen. Irgendwann müssen denen doch die Einheiten ausgehen. Weil allzu viel kann ich denen doch gar nicht mehr kaputt machen, oder? Noch ein Mech. Oh, der hat es nicht geschafft, den Megatank kaputt zu schießen. Das finde ich toll. Oh, natürlich hat er dann noch eine Flak. Na gut, was habe ich denn erwartet? Anderes. Trauen sie sich nicht mehr. Ich habe da oben jetzt leider auch nicht wirklich irgendwas, um mit einer Anti-Air fertig zu werden. Und das nervt mich gerade ein bisschen. Der hat eh keine Muni mehr. Oh. Und der APC hat kein Benzin mehr. Was für eine Ironie. Ja gut, das Einzige, was ich da hinten habe, was mit dem fertig werden kann, ist mein Bomber. Und der Bomber kriegt einen Haufen Schaden davon. Die Anti-Air jetzt nicht mehr kaputt, das ist echt ein Witz. Ich brauche echt mehr Tanks. Mehr Neo-Tanks. So. Ja. Hilft wohl nix. Auch wenn es noch so weh tut. Immerhin ist er auf 3 HP runter. Ich brauche jetzt eigentlich nur ein paar gute Späher da hinten, wenn ich es mir so recht überlege. Und wenn der Igel jetzt noch genug kaputt schießt, dass der 3 Sterne charged, also bis zur Supercore Power voll, der schießt jetzt aber erstmal den Megatank kaputt.
weiß schon wieder, warum ich diese Mission so sehr hasse. Moment, ja. Falscher Co. Ziehen wir halt einfach weiter. So, mein Bomber ist so gut wie im Arsch. Hält mich trotzdem nicht davon ab, mit dem nochmal ein bisschen Rampage zu gehen. Ich hoffe ja eigentlich, dass mir der jetzt noch ein bisschen mehr kaputt macht. Natürlich greift er dann genau die Einheiten von Colin an. Ach. Na, immerhin, er schießt mir den Bomber noch kaputt. Kannst du nicht die blauen Einheiten angreifen? Ich brauche eine Co-Power. Irgendwie noch diese Gabe zusammen. Ich meine nämlich nicht. Es sei denn, das reicht. Nee, das reicht nie und nimmer. Zusammen. Jetzt greift er mich nicht mal mehr an. Hier steht gar nichts. Ich glaube, ich werde in der nächsten Runde mal ein bisschen suiciden.
glaube, das ist sogar eine recht gute Idee. Das würde ich normalerweise niemals tun, aber in diesem Fall. Müsste es der Sache dienlich sein. Ja, weil ich den anderen Zug jetzt nicht mehr brauche. Ich will hier jetzt eigentlich nur noch eine Sache erledigen. Das, wofür diese Gabe nämlich eigentlich da ist. Ja, das ist der Grund, warum diese Gabe eigentlich overpowered ist. Victory impossible. Units overwhelmed. Jagger must control alt delete. Huzzah! The day is saved and the people can slumber at their leisure once again. We aren't far from the end now. We can make it if we keep at it. I still don't like it. We thought the black hole was crushed and yet they still have this huge army? Too many questions, not enough answers. Well spoken, mere lady. It doesn't matter how many clones they toss our way, we'll blast them all. I'm itching to take down more of them. I don't think we can solve the mystery just yet. Where are we going next, Rachel? Out of the firing pan into the fire, Jake. Out of the frying pan into the fire, Jake. We're going to the Twin Crown Volcanoes. Und ich sehe gerade, ich habe jetzt für dieses verdammte Level fast eine Stunde gebraucht. Ach du Scheiße. Und wenigstens ist Sascha auf Rang 2 aufgestiegen. Success, let's move out, Eagle. Don't worry, I've got your back. So, ich hoffe mal, dass das nächste ein bisschen schneller geht.